Hey und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Melly und heute gibt es endlich Split Hair. Ich hatte das beim letzten Video schon vorgehabt und irgendwie, naja, die Farben hatten ja nicht so angenommen, wie ich das wollte. Was ich im Voraus ja auch schon gesagt hatte, das sollte ja eigentlich eine Seite mintgrün werden und eine Seite rosafarben. Aber naja, wir hatten ja dann eine Alternativlösung gefunden. War auch ganz cool gewesen. Ich bin aber jetzt auch ganz froh, dass es sich relativ gut rausgewaschen hat. Das Ganze sind jetzt 11 Haarwäschen und so sieht der Stand aus. Das Rosa sieht man noch leicht. Jetzt ist es unten mintgrün, so wie es hätte sein sollen von Anfang an. An sich sieht es nicht schlecht aus, aber da ich ja jetzt mein Haar splitten möchte, wie ich das beim letzten Mal schon vorhatte, darf der Ansatz natürlich jetzt nicht zu groß werden, weil die Farbe, die ich bestellt habe, wird auf Naturhaaren nicht wirklich gut annehmen. Es ist halt eine Recolor oder Refresh Color Mask von Maria Nila. Die Produkte habe ich das allererste Mal vor Jahren bei ihrer Vampira gesehen und ich dachte mir dieses Mal, die Haare sind hell. Wir haben also eine gute Base, um mit diesen Farben zu arbeiten, weil es einfach keine Farben mit Prozenten sind, um die Haare zu schädigen, sondern es sind halt Pflegemasken, wo einfach Pigmente mit drinne sind. Und deswegen denke ich, bietet sich das Ganze einfach sehr, sehr gut an, auf diesem hellen Untergrund zu machen. Das heißt, wir splitten die Haare genau in der Mitte. Ich werde heute allerdings im Badezimmer färben, obwohl ich mir ja eigentlich vorgenommen hatte, nur noch vor diesem wunderschönen neutralen Hintergrund zu färben. Aber ich habe immer noch nicht die Möglichkeit, hier irgendwie Spiegel zu platzieren, um das richtig zu sehen. Und wenn ich bei Split Hair nicht ordentlich arbeite, dann sieht das Ganze natürlich hinterher richtig beschissen aus. Und naja, das ist auf jeden Fall heute mein Plan. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das Ganze auch annehmen wird. Ich bin vor allen Dingen gespannt, wie diese Produkte halten werden. Aber dazu werde ich dich wieder ein bisschen auf Instagram updaten. Also folg mir dort gerne, denn in meinen Stories werde ich dir immer Fotoausschnitte zeigen, wie sich die Haarfarbe im Laufe der Zeit rauswäscht. Das mache ich eigentlich mit all meinen Haarfarben. Das Ganze findest du immer bei den Highlights unter Hair Updates. Und ja, so viel dazu. Jetzt zeige ich dir auf jeden Fall mal, welche Produkte ich bestellt habe. Du findest natürlich auch wieder alles unten in der Infobox drinne, wie ich das Ganze gemacht habe, wie ich das angewendet habe und. Also schaut da immer gerne rein, wenn ihr irgendwie Fragen habt. Könnt ihr natürlich aber trotzdem die Kommentarfunktion benutzen oder mich eben direkt über Instagram, über die Privatnachrichten anschreiben. So, und jetzt zeige ich euch mal die Farben. Und zwar, ich hatte ja schon mal Split Hair gemacht, allerdings hatte ich zu dem Zeitpunkt blaue Haare und habe mit so einem violetten Creamwachs gearbeitet, also so einem Haarwachs, der die Haarfarbe verändert. Und hat mir jemand drunter geschrieben, dass Orange und Lila natürlich auch eine geile Kombi wäre. Und ich habe dann gedacht, wieso nicht? So richtig zwei extreme Sachen. Ich wollte ja eigentlich mal Split Hair mit Pastelltönen machen, dass es nicht so arg knallt. Weil es eben das allererste Mal ist, dass ich solch eine Haarfarbe mache. Aber ich habe mich davon jetzt einfach so ein bisschen inspirieren lassen. Deswegen vielen Dank für diesen Kommentar und für diese Inspiration. Ich habe mir jetzt deswegen genau diese beiden Farben bestellt. Einmal einen Kupferton und einmal einen Lila-Violettton. Das heißt, jede Seite bekommt eine Farbe. Welche auf welche kommen, weiß ich jetzt noch nicht. Das werde ich spontan entscheiden. Auf jeden Fall haben wir einmal Vivid Violet and Bright Chopper. Und ja, das Ganze werde ich persönlich auf trockene Haare auftragen. Das mache ich mit Directions so. Das mache ich mit den Produkten von Arctic Fox so. Ich finde einfach für mein persönliches Empfinden, dass die Pigmentierung dann einfach besser ist, als wenn ich sie auf nasse Haare auftrage. Der Vorteil ist natürlich, wenn du es auf nasse Haare aufträgst, ist es ein bisschen einfacher mit der Verteilung der Haarfarbe oder eben auch wie hier mit der Maske selber. Aber ich werde es auf trockene Haare auftragen. Ich habe meine Haare vorhin extra vorher gewaschen, dass ich sie nachher einfach nur noch mit klarem Wasser gründlich ausspülen muss, um einfach die Pigmenterhaltung so lang wie möglich ausnutzen zu können. Ja, das Ganze werde ich auf jeden Fall in Schälchen machen und mit Pinseln auftragen, denn mit Pumpe und Händen, wie es eigentlich gemacht werden soll bei einer Haarmaske, werde ich es nicht machen, denn es sind ja eigentlich Refresher von Haarfarben. Aber wir nehmen sie heute einfach als komplett neue Haarfarbe und tragen das Ganze einfach halt auch auf wie eine Haarfarbe. Das heißt, Pinsel benutzen, alles ordentlich abteilen und auftragen. Und dann werden wir natürlich gucken, wie das ganze Endergebnis hinterher wird. Und deswegen würde ich sagen, nehme ich dich jetzt mit diesen beiden Produkten mit in mein Badezimmer. Und dann würde ich sagen, starten wir auch. Okay, wir befinden uns jetzt im Badezimmer. Ihr kennt es vielleicht noch, alte Umgebung, hier hat sich bisher immer noch nichts verändert. Sad life. auf jeden Fall müssen wir
erstmal den Scheitel abteilen. Dafür nehme ich mir einfach einen ganz normalen Kamm und ziehe mir natürlich den Scheitel von vorne bis nach hinten. Das ist natürlich wichtig, wenn ihr das Ganze macht, dass ihr wirklich Spiegel zur Hand habt, das gut kontrolliert, denn wenn es zu schief ist oder eine Seite hinterher mehr Farbe hat als die andere, kann man es natürlich nicht mehr ausgleichen. Ich werde jetzt mein Bestes geben und erstmal alles gut abteilen und mit Spangen und Haargummis versehen. Ich hoffe, dass ich es auch gut hinbekomme. Ich bin jetzt auch nicht so akkurat im super geraden Scheitel von Stirn bis Hinterkopf zu ziehen. Mit welcher Farbe starten wir denn? Wo wollen wir welche Seite hin haben? Ich glaube, wir lassen es so rum. Dann nehmen wir erst das, den hellen Part und dann den dunklen. Ich mache es ganz kurz in eine Schale und dann melde ich mich gleich zurück. Ich habe mir jetzt Handschuhe angezogen. Ich werde auch für jede Seite neue Handschuhe anziehen, einfach um zu vermeiden, dass es irgendwo dran kommt. Beide Seiten sind drauf. Jetzt lassen wir das Ganze einfach 30 Minuten drauf. Dann spüle ich das Ganze aus, frisiere sie, schminke mich und dann seht ihr natürlich das Endergebnis. This is me. New hair. Army. Hello. Nee, das ist echt cool geworden. Also, wow. Ich habe eben schon beim Schminken überlegt, so wie schminkst du dich jetzt, damit du irgendwie für beide Seiten irgendwie passend wirkst, denn ich war ganz schön blass am Anfang. Ziemlich blass und ich habe jetzt eine Menge Make-up drauf gemacht. Und ich habe jetzt auch so ein bisschen mich farblich wieder angepasst, wie ich das sehr gerne mache, wenn ich meine Haare färbe. Und ja, das ist jetzt das Endergebnis und der Highlighter ist ja auch Bombe.
Ich find's richtig cool. Das Einzige, was ich eben ein bisschen schwierig fand, ist, diesen selben Scheitel wiederzufinden. Es waren dann immer ein paar Haare drüben und dann wieder ein paar Haare auf der Seite. Und ich glaube, jetzt habe ich es sehr gut hinbekommen. Ich glaube, wenn man mit einer Lupe guckt, sind vielleicht noch irgendwo einzelne Haare, aber so im gesamten Bild fällt es jetzt einfach nicht mehr auf. Und ich muss sagen, es ist richtig heftig. Also da so ein Kontrast. Ich hatte ja mit Pastell gedacht, so, ja, das ist auch cool. Aber so ein extremer Kontrast, das ist natürlich jetzt eine Hausnummer, ne? So ist schon anders. Ist auch lustig, wenn man es dann so zusammen macht. Ja, das sind auf jeden Fall meine neuen Haare, lila und Kupfer. Und nur Kupfer ist natürlich auch eine Idee, ne? Nur lila hatte ich ja schon mal. Das kennen wir ja schon, aber so nur ein Kupfer? Vielleicht machen wir das als nächstes. Doch. Doch, es gefällt mir. War ein sehr cooler Tipp. Vielen lieben Dank an die Zuschauerin, die sich diese Idee einfallen lassen hat mit diesen zwei Farben. Das ist richtig geil geworden. Also, wow. Jetzt bin ich natürlich sehr gespannt, wie lange das halten wird. Weil es sind ja, wie gesagt, keine wirklichen Haarfarben und auch keine richtigen Direktzieher, sondern es ist halt ein Color Refresher, der einfach Haarfarben wieder zum Leuchten bringt, wenn sie so ein bisschen ausgelutscht sind. Ja, deswegen bin ich sehr, sehr gespannt. Ich werde euch auf jeden Fall auf Instagram auf dem Laufenden halten. Schaltet gerne rein, abonniert mich auf Instagram und auch hier auf YouTube, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Aktiviert gerne das Glöckchen, damit ihr auch benachrichtigt werdet, wenn neue Videos online kommen, weil es bei mir immer so ein bisschen von den Tagen und den Uhrzeiten her schwankt. Aber auf Instagram kannst du das immer ganz genau nachgucken, wann welche Videos online kommen, denn dort informiere ich dich auf jeden Fall. Deswegen, ja. Ich verabschiede mich jetzt mit meinen neuen Haaren. Ich hoffe, dir hat mein Video gefallen. Bleib gut drauf und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Tschüss!